Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Leaderboards Talks. Das ist die TV-Sendung für alle, die unsere Begeisterung für neue Technologien, innovative Unternehmen und den Aktien, die da davon profitieren, teilen. Unsere heutigen Inhalte sind: Als Top-News des Tages müssen wir Ihnen heute leider eine traurige Botschaft für Deutschland mitteilen. Als Anlagetrend im Fokus schauen wir uns das Internet der Dinge an. Hier gab es am Donnerstag letzter Woche einen sehr wichtigen Trigger, den man beachten sollte. Und zu guter Letzt kommt wie immer die Aktie des Tages. Kommen wir nun zu den Top-News. Heute ist ein rabenschwarzer Tag für Deutschland und ich meine das durchaus ernst. Denn heute habe ich meine geliebte Wirtschaftswoche in die Hand genommen. Das war meine wohltuende Erholung von dem ganzen sozialistischen Einheitsbrei, den man auf Spiegel, Taz und anderen Online-Publikationen noch liest. Der Chefredakteur Roland Tichy hat mich in den letzten 7 Jahren wirklich regelmäßig begleitet und ich war treuer Leser seiner Kolumnen. Und nun ist das passiert. Der Letzte, der sich getraut hat zu sagen, dass die Frauenquote vielleicht ein bisschen doof ist. Der Letzte, der sich getraut hat zu sagen, dass Wirtschaft von Unternehmern gemacht wird und nicht von Politikern. Dieser Roland Tichy ist jetzt, so vermute ich, der Frauenquote zum Opfer gefallen. Er wird ersetzt durch eine Chefredakteurin und leider, ich muss das sagen, ich vermute, in der Wirtschaftswoche wird in einem halben Jahr stehen, die Frauenquote ist gut, wir brauchen Mindestlohn, wir brauchen Mietpreisbremse und Wirtschaft ohne Staat ist ohnehin nicht gut. Schade, werde ich kündigen. Kommen wir nun zum Anlagetrend im Fokus. Bestimmt haben Sie schon vom Internet der Dinge gehört. Das ist ein Trendbegriff, unter dem man sich eigentlich erstmal nicht viel vorstellen kann. Darum möchte ich mal mit Beispielen veranschaulichen, worum es sich beim Internet der Dinge handelt. Stellen Sie sich vor, die Autos können miteinander kommunizieren. Wenn Sie Ihrem Vordermann oder Ihrem Vorderfahrer zu nah auf die Pelle rücken, dann kommunizieren die Autos miteinander und sagen, halt, mach mal langsam, du kommst zu nah an mich ran. Oder sie fahren in eine Parklücke rein und ihr Auto kommuniziert automatisch mit der Parkuhr und die Parkgebühren werden automatisch abgerechnet. Oder, mein liebstes Beispiel hat der Jörg heute gebracht, ich komme nach Hause um die Mittagszeit, meine Kaffeemaschine merkt, dass ich da bin und fängt an, für mich einen frischen Kaffee zu machen. Vor allem aber im Bereich der Logistik und auch der Produktion wird das Internet der Dinge viele etablierte Prozesse deutlich auf den Kopf stellen. Wenn zum Beispiel Teile eines Autos miteinander kommunizieren und sich so und sagen, hey, ich bin fertig, ich kann es in den Produktionsprozess mit rein. Oder wenn die Millionen von Hafencontainern im Hamburger Hafen, wenn die mitteilen, wo sie gerade stehen und wenn freie Containerstellen sagen können, hey, hier ist noch ein Platz frei für einen Container. Das alles kann den Grad der Effizienz, wie die Wirtschaft organisiert ist, deutlich verbessern. Das Internet der Dinge wird vermutlich alles in den Schatten stellen, was wir bis jetzt mit dem Begriff Internet verbinden. Ein Beispiel. Ungefähr 2 Milliarden Smartphones gibt es aktuell. Die Anzahl dieser mobilen Endgeräte, die Menschen benutzen, dürfte in den nächsten Jahren auf 6 Milliarden ansteigen. Goldman Sachs erwartet für das Internet der Dinge bis 2020 eine Verbreitung von 28 Milliarden, ich sage es in Anführungszeichen, Dingen, die miteinander kommunizieren. Also die Kommunikation von Gegenständen, und ich habe vorhin ja Beispiele genannt, miteinander, mit dem Internet, deren Verknüpfung, das versteht man unter dem Trendbegriff Internet der Dinge. Und wir haben für Sie eine Infotafel vorbereitet, welche Aktien eigentlich davon profitieren. Hier sehen Sie die Infotafel und ich gehe jetzt mal dazu über, ich wende mich jetzt meinem Trading Desk zu und werde Ihnen einige der dort genannten Werte genauer vorstellen.
Auf meinem Trading Desk müssten Sie nun Skyworks sehen. Genau, ich habe hier, Skyworks hat am Donnerstag den Trigger, oder ich nenne es mal einen ganz wichtigen Trigger, eingeleitet. Wir hatten hier heute Mittag Research im Trader Think Tank und das rufe ich jetzt mal auf. Skyworks hat am Donnerstag Zahlen vorgelegt, die eine deutliche Beschleunigung des Wachstums gezeigt haben. In den letzten Quartalen wuchs der Umsatz um 11%, dann 13% und jetzt um 35%. Genauso der Gewinn. Wir hatten ein Wachstum von 22%, dann von 29% und jetzt im letzten Quartal von 54%. Skyworks ist genau in diesem Bereich beim Internet der Dinge aktiv. Ich gehe mal auf die Website, dann sieht man das auch gleich. Moment, ich gehe auf Skyworks. Jetzt war ich gerade noch auf der SAP-Seite, die haben dazu übrigens auch sehr viele Informationen bereitgestellt. Da lohnt es sich auch mal bei YouTube zu gucken, da gibt es sehr viele interessante Videos darüber hier. Skyworks hat als Firmenmotto: Wir machen es möglich, dass sich Dinge miteinander verbinden. Und die guten Zahlen von Skyworks, wir haben das hier wirklich intensiv diskutiert, sind so eine Art Trigger, dass die Vernetzung jetzt irgendwie in Gang kommt. Also das Wachstum bei dieser, die Nachfrage nach Komponenten, die es ermöglichen, dass Dinge sich mit dem Internet verbinden, das zeigt auf einmal einen Sprung, die Nachfrage zeigt auf einmal einen sprunghaften Anstieg. Welche Aktien gibt es? Natürlich Cisco Systems als einer der größten Werte im Sektor. Dann haben wir noch eine Qualcomm, wir haben ein Atmel, wir haben eine Freescale Semiconductor, wir haben eine InventSense, wir haben eine TI Connectivity. All diese Werte können Sie im Trader Think Tank nachlesen. Wir möchten heute unseren Fokus auf eine ganz spezielle Aktie richten, und zwar TE Connectivity oder TI Connectivity. Kommen wir nun zur Aktie des Tages. Die Aktie des Tages wird wie immer präsentiert von der Aktionärsbank. Schauen Sie sich mal die günstigen Order-Konditionen der Aktionärsbank an. 2,95 Euro flat pro Trade, also fast gar nichts. Auf aktionärsbank.de finden Sie alle Infos. Der Trade des Tages wird von der Aktionärsbank gesponsert und nun möchte ich TI Connectivity vorstellen. Schauen wir nochmal auf mein Trading Desk. TE Connectivity ist eine Firma, die auf den ersten Blick langweilig ist. Ich zeige es Ihnen mal an den Wachstumsraten in den letzten 10 Jahren. Die Umsätze haben eigentlich immer stagniert. 2007 waren wir bei 13,5, dann waren wir 2011 bei 14, 2009 waren wir bei 10 und 2013 waren wir bei 13,2 Milliarden Dollar. Nun aber wissen wir, dass dieses Trendthema Internet der Dinge auf einmal an Fahrt aufzunehmen scheint. Und TE Connectivity hat genau Lösungen in diesem Bereich parat. Also Sie können sich hier mal durch die Produkte durchklicken. Also lauter Kommunikationslösungen für das Internet der Dinge bietet TE Connectivity an. Und jetzt schauen wir uns mal, was die Aktie macht. Also die zunächst noch zur Bewertung. Die Bewertung ist mit einem KGV für das nächste Geschäftsjahr von 15 gar nicht mal so hoch, wenn jetzt Wachstum entstehen sollte. Und die Aktie, die zeigt einen ganz klaren und schönen Aufwärtstrend. Und so etwas mag ich eigentlich. Ich mag es, wenn eine Firma als Underdog unterschätzt wird, weil der Umsatz seit Jahren stagnierte. Und wenn wir dann auf einmal ein Trendthema haben, das zusammenfällt mit einem Chart, der in einen richtig schönen Aufwärtstrend übergeht. Und genau das ist aktuell bei TE Connectivity der Fall. Betrachten Sie hier mal das Chartbild. Ein Aufwärtstrend, bei dem man als Trendfolger mit einer Risikotoleranz von vielleicht 10-15% eigentlich den Einstieg probieren kann. TE Connectivity, das ist unsere heutige Trading-Inspiration für Sie.
Und dann noch der Hinweis, behalten Sie bitte auch Skyworks unbedingt im Auge. Ich zeige auch nochmal den Skyworks-Chart. Das war ja aus unserer Sicht ein ganz starker Branchentrigger, diese Wachstumsbeschleunigung. Hier letzten Donnerstag sehen Sie dieses große Upgap, als die Zahlen kamen. Die sind überhitzt ein bisschen. Die sind überhitzt, aber vermutlich beim Internet der Dinge-Trend einer der stärksten Player. Also Skyworks Solutions, nehmen Sie die bitte auf Ihre Watchlists. So, das war's heute mit der Aktie des Tages. Wir wollten Ihnen folgende Trading-Inspirationen vermitteln. Im Wachstumsmarkt Internet der Dinge, den sollten Sie in den nächsten Monaten und Jahren unbedingt mit auf der Rechnung haben. Wir haben Ihnen zwei Firmen als Trading-Inspiration vorgestellt, TE Connectivity und Skyworks, die Sie jetzt bitte auf unsere Watchlist nehmen. Wenn Sie Timing-Hilfen brauchen, dann schauen Sie zum Beispiel unser Musterdepot im Trader Think Tank an. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Ausgabe.